Es ist, als würde ein Vierjähriger einfach so ein bisschen Counter-Strike spielen. Und damit er es nicht so schwer hat, macht er sich Cheats an. Beziehungsweise macht ihm sein Vater Cheats an. Beide leiden am kleinen Pimmelsyndrom, klar. Und dann auch so eine Zeitlupe. Nein, Johnny, oh doch. Und dann der zweite, was war das? Wie klein muss der schon, oder muss er da ganz abfallen vielleicht? Dass man cheatet. Also muss man ein Mann sein und irgendwie die Genitalien mal abgebissen bekommen haben von einem ganz, ganz, ganz kleinen Hund mit so ganz winzigen Zähnen. Hey Kinders! Willkommen zum zweiten Weihnachtsfeier... Oder ist es der erste? Nee, der erste. Heute ist Sonntag. Willkommen zum Sonntag! Ich habe hier für euch wieder eine frische Runde... Wallhack am Start. Overwatchen, ja. Wir schauen mal, was dieser Mensch hier so treibt. Er hat übrigens im Moment schon 11-1 Stats. Und ja, gut, der war eigentlich easy. Ich weiß es nicht. Also direkt am Anfang hier oben, es schien so nach Wallhack auszusehen. Es hat so Wallhack-lastig gewirkt. Ich will deine Cheats sehen, mein Sohn. Komm schon. Okay. Wie kann ich machen? Habt ihr das gesehen? Er kommt hin und man aimt da auf keinen Fall nach rechts. Kurz kann er niemand sein und er will da hochschauen. Er guckt kurz nach rechts durch die Wand und sieht, ah, da kommen alle. Sehr gut. Ich kann nicht zurückspulen, aber ihr habt das sicherlich gesehen. Ich gehe mal auf die Hälfte. Guck mal. was für ein Pisser. Achtung, oh, hier schon hochaimt. Oh, er wusste ja, dass er springt. Was für ein dreckiges Stück Scheiße. Guck mal, wie er da hinguckt. Er ist noch da. Sehr gut, ich kann ihn auch pimmeln. Wie kann man nur so räudig sein? Ich kann nicht nachvollziehen, warum man überhaupt cheatet. Also in Online-Spielen. Ich kann es verstehen, wenn man bei Age of Empire mit Cobras rumfährt. Oder damals bei GTA 3 sich den Flugcheat reinhaut, dass man zumindest mit den Autos so ein bisschen fliegen kann. Mit dem scheiß Dodo konnte man da nicht fliegen. Aber das, in Online-Spielen zu cheaten, das... was war denn das? Kite hat Hurricane ganz offensichtlich auf Mitte genutzt. Sind das hier nur Troller und Cheater am Start jetzt, oder wie? Wer irgendwie nach rechts geschaut hat. Ah, na gut, da ist gerade keiner, alles klar. Gut, also ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt schon zu 100% klar, was er hat. Er hat auf jeden Fall den Wallhack am Start. Mir kommt es so vor, als würde ich mit zunehmender Anzahl an Overwatches, die ich eben schon gemacht habe, immer öfter Cheater bekommen. Ich habe ganz am Anfang sehr oft Leute bekommen, die 100%ig nicht gecheatet haben. Jetzt habe ich wirklich am laufenden Band nur so richtige Hardcore-Cheater, die einfach knallhart durch die Wand gucken, Wallhack anhaben, Speed-No-Clip-Hack, Atom-Pikachu schmeißende... Hundekinder. Ständig. Jetzt bin ich gespannt. Ich frage mich, ob er jetzt alle holt. Es sind jetzt noch vier. 4 gegen 2. Wahrscheinlich verreckt sein Mate jetzt gleich. Okay, sein Mate scheinbar... Oh Gott! Und er ist doch so schlecht! Er hat Cheats. Er kann durch die Wand gucken. Er sieht, dass er einen angesprungen kommt. Na, wenigstens hat er den bekommen, aber auch nur ganz knapp. Guck mal, den könnte er durch die Wand killen. Das wäre zu auffällig. Laber nicht, Mann. Er redet sich hier gerade was ein. Achtung, oh, guck mal, wie er so tut. Ich glaube, da ist noch einer. Ich aim noch mal 30 Sekunden länger dahin. Er glaubt, es wäre jetzt zu obvious, alle zu klatschen. Was er hätte easy machen können. Also nicht vom Skill her, aber von seinem Cheat her. Es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn wir wirklich Cheater am Start haben. Aber es ist an sich ja traurig. Also, dass es so viele Cheater gibt, ist traurig. Das ist echt kacke. Ich weiß nicht, warum man das macht. Wie klein muss der schon... Oder muss er da ganz abfallen vielleicht? Dass man cheatet. Also, muss man ein Mann sein und irgendwie die Genitalien mal abgebissen bekommen haben von einem ganz, ganz, ganz kleinen Hund mit so ganz winzigen Zähnen. Guck mal. Ich meine, wie geht das? Wie geht das? Warum? Er hat beide Haufen Spiegel geschossen. Versucht er jetzt einfach noch drastischer das zu verbergen oder hat er einfach ausgemacht? Ich meine, vorhin hat er ganz klar hingeaimt. Also der hat den Wallhack hat er zu 100%. Man bekommt doch eine feste Anzahl an Runden bei Overwatch gezeigt, ne? Ich glaube 7 oder 8 oder also sagen wir einfach mal X. Wie werden diese Runden ausgewählt? Ab der Runde, wo der Mensch zu hart reported wurde, beziehungsweise zum Beispiel in Runde 10 wird er sehr stark reported, also geht's irgendwie 5 zurück und 5 vor oder wisst ihr, was ich meine? Die Mitte? Wie glaubt ihr, wird das ausgewählt? Die Runden scheinen ja ziemlich aneinander hängen zu sein. Oder kam mir das bis jetzt immer nur so vor und ich habe noch nicht gescheit geguckt auf die Dinger. Ah, hat das gesehen? Er hat ihn noch durch die Wand entdeckt, ne, und dachte sich, oh, okay, wow, ich will jetzt da nicht verrecken. Hat er am Schluss sogar noch ein bisschen schnell hingeaimt zu dem? Warte mal. Der zuckelt so komisch beim Aim. Ich hab jetzt gerade nicht die 2 getroffen. Und er hat ein Buttermesser, also. Das kann nur ein Cheater sein, ja. Er versucht so natürlich wie möglich zu spielen. Das ist lächerlich, ne? Eben ist er ganz, ganz am Anfang der Runde dann auf B geschnappt, obwohl er davor alle fokussiert hat da hinten. Geht er mal kurz auf B und guckt und kommt dann direkt wieder zurück. Sein Arschloch. So, passt mal auf. Die 3 stehen jetzt alle links von ihm, ne? Einer kommt jetzt gleich Palace. Den will er wahrscheinlich zuerst lassen. Auf den wartet er jetzt ja gerade. Die Tees versuchen ihren Tee zu retten, indem sie eine Flamme hinschmeißen. Geh nicht, da ist der Cheater. So, Achtung. Oh! Er hat sogar eigentlich geprefired. Man konnte sicherlich schon einen Mikrometer sehen, aber das war mit der AWP geprefired. Er hat sich so sehr auf seinen Wallhack verlassen, dass die Grenze zwischen Realität und Wurst... Guck mal, und jetzt könnte er ihn doch locker knallen. Mir bleibt die Zunge im Hals stecke. Oh. Was ein verschissener Bock. So jemand verdient es einfach, sofort gebannt zu werden. Ah, ich habe übrigens vor kurzem wieder eine Nachricht bekommen, dass Leute gebannt wurden durch mich. Dann bekomme ich so XP, also so Zusatz. Was war das? Da bekomme ich dann Zusatzerfahrungspunkte. Schnell. Guck mal, wie er guckt. Was macht er denn jetzt? Mit seinem Mate.
Die stehen da alle. Und er stellt sich im Rücken zu ihnen. Oh, oh. Hoffentlich wird er jetzt geneift, der scheiß Cheater. Komm. Nein. Und er merkt's nicht? Was ist das denn für ein Schmieren-Komödien-Drama-Kacke? Und dann auch so eine Zeitlupe. Nein, Johnny, oh doch. Und dann der zweite, was war das? Und dreht sich ultra langsam um. Gut, ich meine, ich habe Zeitlupe aktiviert gehabt, muss man dazu sagen. Aber naja, das macht's nicht besser. So, ich muss einen Schluck trinken jetzt, verdammt. Das ist, als würde ein Vierjähriger einfach so ein bisschen Counter-Strike spielen. Und damit er es nicht so schwer hat, macht er sich Cheats an. Beziehungsweise macht ihm sein Vater Cheats an. Beide leiden am kleinen Pimmelsyndrom, klar. Achtung, also wenn er jetzt durch die Smoke noch ausrastet, dann raste ich aber aus. Okay, gut, das am Ende war jetzt nicht, es war irgendwie lustig, dass er ihn geneift hat, aber es war jetzt nicht ultramäßig Cheater-like. Die Steps wurden ja gehört. Diese lauten Steps ersetzen ja eigentlich die Vision. Aber egal. Vision Assist, du Bock. Beim Rest weiß ich nicht. Also da, vielleicht hat er zwischendurch kurz Aim gehabt. Ganz am Anfang sah es zweimal so komisch aus, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber das hat er auf jeden Fall, ja, der hier Vision. Du Hundebock. Und deswegen, fick dich, Alter. Eine kleine Bitte noch an euch, meine Damen und Herren. Ihr wisst ja, ich bin jetzt gerade gar nicht zu Hause. Ich bin Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag zum Teil auch nicht zu Hause. Also das Video, das gestern kam, mein Weihnachtsvideo für euch, das Video, das heute kommt, das Video, das morgen kommt, kann ich nicht bewerben. Ich poste das ja immer auf Facebook und sage, hey Leute, hier ist mein neues Video. Falls ihr Zeit habt, die Möglichkeit habt, mich gerne habt, True Homo, No Homo, Half Homo, dann teilt vielleicht den Kram, weil ich es jetzt eben nicht machen kann. Müsst ihr das leider wieder machen. Tut mir leid, aber das letzte Mal, dass ihr das für mich gemacht habt, ist es so abgegangen. Bei diesem Counter-Strike-Weihnachts-Map-Ding. Vielen Dank dafür auch nochmal. Ich wünsche euch allen nachträglich eine frohe Weihnacht, falls meine Wünsche von gestern nicht bei euch angekommen sind. Ich hoffe, ihr habt die Spiele erhalten, die gestern bei dem Video angehängt waren, sage ich mal. Falls ihr euch jetzt denkt, was für Spiele, dann seid ihr vielleicht nicht die Einzigen, die so denken. Dann geht schnell aufs Video von gestern und guckt es euch an. Da sage ich was und da gibt's was für euch. Da gibt's was für euch. Und vor allem würde es mich interessieren, wer von euch gestern in dem Video alles das Ende gesehen hat, dieses Lied. Wie fandet ihr das? Die Fanarts und sowas, herrlich. Das Video von gestern halt, ne? Vielen Dank für eure Hilfe und eure Unterstützung. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euer Weihnachten cool war. Wenn es nicht cool war, gebt einen Daumen nach oben, damit das nächste Weihnachten vielleicht cool wird. Ich kann nichts versprechen. Gebt einen Daumen nach unten, wenn ihr nächstes Jahr Krebs haben wollt. Guten Tag.